Ich mag das Level. Das ist wirklich so. Man merkt es mir nicht an, aber ich mag das Level doch. Ach, war da eine rote Münze drin? Oder muss man die Dinger hier zertrümmern? Nee, da war eine rote Münze drin. Okay. So, ich folge jetzt wieder dem Weg. Und zwar ohne... Oh, da ist der. Ach. Oh, oh. Ich muss schneller sein. Ich muss schneller sein. Ich war schnell genug. ich wollte sagen, da war der Greif gerade. Oder der Adler. Oder was auch immer das Vieh darstellen will. Da ist er, der Hühnerschrecker. Ja, dann holen wir uns doch mal Sternchen, wa? Ich hasse diese Kameraführung. Das ist elends nervig. So, komm mal her, Digga. Verdammt, ich verliere an Höhe. Oh, der fliegt ja perfekt, um dass ich mal hüpfe. Verdammt. Gute Planung, aber... WTF, fahr doch nicht ab! Es bleibt gefälligst hier. Was soll denn das? Wie kriege ich den Scheißkerl denn? Ich glaube, ich muss die hier stampfen, oder? Oh, oh. Ich fliege schon wieder voll übers Ziel hinaus. Der ist mir aber auch zu komplex hier. Ah, so ging das. Genau, ich wusste, dass hier irgendwas ging. Na, das war natürlich sehr Kai Luca. Typisch. Ey, wo kommst du denn her? Alter! Dreckiger! Oh oh. Dicke Kaktuspflanze. Tapp dich! Und Noob! Gut, wer hier der Noob ist, ist wohl die Frage, aber lassen wir es mal so stehen. Ich habe ihn ja gefangen. Also ist er der Noob. Zumindest für die nächsten 5 Sekunden fühle ich mich so. Folge dem Riesengeier. Ihr schafft, oh, bin ich Imba. Ich bin so stolz, ehrlich. Ich will heute mindestens 30 Sterne schaffen. Das könnte ein Mammut-Projekt werden, weil aber... Bringt Licht in die Pyramide, alles klar. Ich muss in die Pyramide rein. Pyramide rein. Pyramide rein. Mein Gott. Pyramide rein. Ich bin der Bruce. Also ich glaube, da oben sehe ich schon den Eingang. Entree. Ach, da ist es. Was ist das denn? Da ist ja schon der Stern. Okay, das mit den 30 Sternen war dann doch nicht so hochgegriffen, wenn ich das so richtig betrachte. Was ist das denn? Ich dachte, man kann in die Pyramide selbst rein und nicht da irgendwie einen Stern einfach mal rausholen und fertig. Win und schau und... Was soll denn das? Ist ja lame. Begebe dich in die Pyramide. Ja, danke schön. Sehr gut. Ich höre ja schon auf, rumzumotzen. Oh, das war natürlich wieder sehr klug. Kamera? Dankeschön. Ich weiß echt nicht, wie ich damals Spiele wie Zelda und so spielen konnte. Heute werde ich bei der Kameraführung echt verrückt. Das macht mich total bekloppt nach einer Zeit, ehrlich. So, wo geht's denn hier rein? Da oben nicht, ich schätze hier unten. Bruchlandung. Quack der Bruchpilot. Wer kennt die nicht? So, ich glaube, das hier war auch ganz einfach. Außer, dass es 1000 Möglichkeiten zum Sterben gab. Und die Kamera sich nicht drehen. Wieso lässt die Kamera sein? Oh. Sich nicht drehen. Oh oh. Falsche Taste. Das ist so großartig. Ja, ich muss ja mal gucken. So. Ist das Treibsand? Ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren. Sieht zumindest nicht so aus. Es ist... Oh oh, es ist doch Treibsand. Ich will hoch. Ich will hoch. Ich will hoch. Alex, mich doch am Arsch. Hier, ich muss auf die Platten, die hier überall rumliegen. Das ist natürlich mies gelaufen. Welcher Idiot springt auch hier rein? Wieso macht man das? Ja, ich weiß es selbst nicht. So.
Ja, ich muss das halt testen. Ich bin neugierig. Oh Mann! Wenn Dummheit wehtäte, ja, ich glaube, ich würde nur rumschreien. Leben! Ich höre doch! Alter! Ich glaube es nicht, ey. Jetzt spring bitte einmal, zweimal. Danke schön, du bist so gut, Alter. Das ist ja unglaublich. Ist da drüben ein Stern drin? Ne, ich wette, da sind Münzen drin. Ich teste das jetzt auch nicht, weil ich lasse mich hier nicht verarschen. Man muss aufpassen, dass man nicht mit sich ficken lässt. Oh, knapp. Das war knapp. Ja, das war auch das Bescheidene hier in dieser, in dieser Instanz, wollte ich schon sagen. Nein, in dieser Pyramide natürlich. Ist ja quasi ein instanziertes Gebiet. Dass wenn man runterfällt, darf man alles nochmal neu machen. Ja, das kann man auch nicht beschleunigen, das ist sehr schade. Wobei, ich bin eh ein bisschen zu nervös. Ich habe keinen Bock, hier runterzufallen. Das ist tierisch stressig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, geschafft. Und weiter hoch. Ich glaube, hier in der Pyramide gab es zwei Sterne, wenn mich nicht alles täuscht. Einer war, irgendwie ganz geheim versteckt und der andere... Ach so, das ist für die Noobs, die nicht drüber springen können. Ach so, okay. Und der andere war irgendwie offensichtlich. Zum Glück war da noch, eine Schiebetafel-Dingens, Konstruktionsapparat, Maschinenteil. Oh Gott. Oh, und die Dinger sind versteckt. Alter! Fuck you! Nee! Pff, was soll das denn hier? Nee! Nee! Hau ab! Nervös! Wie ich sowas hasse, ne? Da ist er schon wieder, die alte Kackbratze. Geht's hier hoch? Nein, oh nee, nicht ein Laufsteg. Ich bin nicht, also... Wir sind hier nicht bei Germany's Next Topmodel. Sponsert bei Heidi Doof. Klum, sorry. Ich verwechsel mal den Namen. langsam wird es, schwierig. Oh, da ist er doch schon. Also wer das an dieser Stelle versaut, dem sei gesagt, arme Sau, normal zu machen. Ja, ich hab's geschafft. Glück gehabt. Gut, mit diesem epischen Sieg verabschiede ich mich heute auch für euch, von euch, für euch, mit euch, bei euch, tschüss und so. Ciao. Du hast 3 Sterne, das muss ich noch kurz vorlesen. Sterne 30, kannst jetzt Bowser umhauen, okay, alles klar, ciao.